Es ist Renntag in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel-1-Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist bekannt dafür, dass extrem viele Fahrer eine extrem gute Ankunftsquote haben. Ralf Schumacher zum Beispiel hat es bei all seinen 10 großen Preisen von Ungarn auch ins Ziel geschafft. Also geht es heute darum, 14 Kurven und einen 4,35 Kilometer langen Ungaroring zu meistern. Während jeder Runde bekommen es die Fahrer mit 6 Links- und 8 Rechtskurven zu tun. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 193 km/h. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Reden wir über Ritter. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Verstappen, Leclerc, Ritter und Sainz, Norris, Perez, Ricciardo und Pierre Gasly, Fernando Alonso, Tsunoda, Sebastian Vettel und Ocon. Stroll, Raikkonen, Mick Schumacher und Antonio Giovinazzi. Eilert, Russell, Latifi und Nikita Mazepin. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going.
Das Mercedes-Team hat heute eine fantastische Leistung gezeigt. Sie sollten stolz sein. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Das muss Lando Norris sein, oder? Geschmeidig, selbstsicher und souverän. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er und sein Team überglücklich mit der heutigen Leistung sein werden. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Es macht den Anschein, als hätten Sie sich in dieser Saison ganz auf Forschung und Entwicklung konzentriert. Es scheint, als wäre Ihr Rivale Ihnen heute überlegen gewesen. Danke für den Kommentar.